Tim Amann ist da. Guten Morgen, Tim. Hallo, Daniel. Der Koch unseres Vertrauens. Erstmal bist du unglaublich erfolgreich im Internet. Du hast irgendwann das zu deinem Beruf gemacht. Kann man das sagen? Das kann man so sagen. Das ist eine bewusste Entscheidung, ne? Sind heute 300.000. Danke an alle. Danke. Danke. Sag schnell, wie finden wir dich online? Brot mit Ei heißt der Kanal. Brot mit Ei, das müssen Sie abonnieren, dann kriegen Sie jedes Mal was Tolles. Ich habe deinen Booster mit Ingwer habe ich gemacht. Oh ja. Heidewitzka, da war viel Ingwer drin. Was jetzt machen wir etwas, wofür sich viele Leute nicht rantrauen, wenn es nicht das Fertiggericht ist. Du machst Semmelknödel oder, was sagt man, Knödel oder Kloß? Ist auch wieder eine Regionalfrage. Je nachdem, wo du herkommst. Ich glaube, Knödel. Thüringer Klöße, also nördlich ist Klöße, unten ist Knödel. Ist aber am Ende dasselbe, ne? Ich glaube, ja. Wir lassen es nicht irritieren. So sehen sie aus, wenn sie noch nicht weiter gebearbeitet wurden. Und du hast eine Soße dabei. Ich halte fest, ein guter Koch kann, also es entscheidet sich, ob man ein guter Koch ist, ob man Bratkartoffeln kann und eine gute Soße. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Voll. Auf geht's. Das ist aber die Sache, weil wir haben oftmals keine Zeit. Und ich weiß, eine gute Soße braucht Tage teilweise oder Stunden. Mhm. Es gibt aber Tricks. Es gibt Tricks, in denen wir das einfach reduzieren können. Ich habe jetzt mal mit einer Schalotte angefangen, kann auch eine Zwiebel sein. Die schneide ich mir einfach nur in kleine Würfel runter. Und wenn man mal so durch einen Asiamarkt geht, also ohne Scheiß, wirklich durch einen Asiamarkt, die haben es einfach drauf. Die haben schon Produkte fertig, wie jetzt beispielsweise Sojasauce oder es gibt so eine indonesische Sojasauce, die heißt Ketchup Manis. Und die wird geschrieben K-E-C-A-P. Also nicht Ketchup, wie wir Ketchup sagen, sondern K-E-C-A-P. Und Manis, M-A-N-I-S. Richtig. Was ist das für eine Soße? Das ist eine sehr dickflüssige Sojasauce. Warte mal, ich habe die hier. So sieht die aus. Ja. Und die bringt alles mit, was wir als Umami verstehen würden. Also Vollmundigkeit, lecker, schmackvoll. Und ist aber wirklich dickflüssig. Ja, genau. Ja. Und wenn wir die jetzt mit reingeben, ich habe es hier mal vorbereitet. Das ist jetzt einfach nur Zwiebeln, ein bisschen angeschwitzt, abgelöscht mit Portwein, mit Rotwein, reduziert. Ist egal, in welcher Reihenfolge? Ja, ganz egal. Einfach mit beidem und immer nur so einen kleinen Schuss? Oder? Gleichzeitig am besten. Verstehe. Nee, aber immer nur einen Schuss? Oder ist das immer einmal, so ein Daumen? Einmal. Für die klassische macht man 3 Reduktionen, ne, mit Tomatenmark und so. Ja. Einfach einmal komplett runter reduzieren, bis fast nichts mehr da ist, mit Brühe auffüllen. Gemüsebrühe? Oder Hühnerbrühe, was du gerade hast, worauf du Bock hast. Du kannst aber auch vegan lassen, das ist eine vegane Soße im Prinzip, wenn der Wein vegan ist. Und dann nochmal um ein Drittel reduzieren und dann haben wir das hier. Und dann abschmecken mit ein bisschen Sojasauce und Ketchup Manis. Wie lange lässt du das dann, immer, vor allem auf welcher Höhe der Platte lässt komplett du dann so hoch. Komplett hoch. Also anschwitzt die Zwiebeln auf 3-4 und dann einfach reduzieren. Reduzieren heißt hochdrehen, blubbern lassen, dampfen lassen. Ja. Und es dauert nicht und keine länger. Angst haben. Ne? Sonst sagen wir, Leute haben immer Angst, und das brennt jetzt alles an. Und dann haben, Flüssigkeit kann ja nicht anbrennen. Ja gut, aber ich sag's ja nur. Also jedenfalls denken Leute wie ich, dass da was anbrennen könnte. Ja, aber braucht ihr keine Angst haben. Also ohne Scheiß, einfach mal Gas geben und in 20 Minuten ist die Soße fertig. Und das gibt's halt so kaum. Ja. Ne? Und dann hast du am Ende, wenn wir die Knödel jetzt hier einfach abdrehen, haben wir am Ende Knödel mit Soße. Es geht gern schnell. Jetzt hast du das fertige Produkt in der Hand. Was Richtig. Muss ich wissen, wenn ich so einen Semmelknödel zusammenlöte mit der Hand? Das ist eigentlich immer ganz gut, weil man kauft sich immer ein Brötchen zu viel. Mhm. Wenn man die jetzt sammelt, über Tage, Wochen, Jahre hinweg, dann hat man irgendwann trockene Brötchen. Man kann aber auch Knödelbrot kaufen. Aber ich bin faul. Das hier gibt es fertig zu kaufen, überall, wo auch Paniermehl steht. Also wo alle sagen würden, das wäre jetzt Entenfutter von früher gewesen. Ja, genau. Bitte nicht machen, aber das wäre Entenfutter gewesen. Und wenn ich das mir jetzt mit einer heißen Sahne aufkoche, das heißt, ich nehme jetzt hier ein bisschen Sahne, koche die einmal auf. Bis es die ersten Blubber gibt? Ja, ich frage jeden Arbeitsschritt nach. Bei Sahne immer furchtbar, ne? Weil wenn die einmal kocht, dann schießt die nach oben. Ja. Würz mir die mit ein bisschen Salz, Pfeffer, mach ein bisschen Petersilie rein. Das war eine sportliche Prise aber eben, ne? Naja, aber ist ja auch, Brot nimmt viel Salz auf, ne? Okay, verstehe. Mach ein bisschen Muskat rein, wir haben hier Muskat. Ein bisschen Knoblauch rein. Und wenn es einmal aufgekocht ist, gebe ich mir das einmal hier über die kompletten Brösel, wie hier, lass das für 20 Minuten stehen und dann kommt mit ein bisschen Petersilie drin diese Masse bei raus. Also nicht die Brösel da rein, sondern das hier rein. Genau, so ist es. Genau. Okay, ist ja wichtig. Zwei Eier oben drauf, ein bisschen schön durchmengen und dann habe ich am Ende diese Masse hier, die ich ganz normal formen kann, da braucht man keine Angst davor haben. Ja. Also das kannst du auch. Ja, das ist schön, könntest dass du jetzt sagst. Einfach in die Hand nehmen und den Knödel formen. Und dann habt ihr einen wunderschönen Ball, den ihr euch in leicht siedendem Wasser ranzieht. Mhm. Wie lange brauchen die dann in siedendem Wasser? 10, 15 Minuten. Sehe ich das von außen? Also wie ich sehe, wie ein Pancake langsam fester wird, sehe ich das auch, wenn die dann fertig sind? Im Prinzip ist der ja schon gar. Du kannst ihn ja auch schon so essen. Ja. Die Eier müssen nur stocken und dann ist gut. Ja. Und dann haben wir alles. Und dann mit einem kleinen Löffel rausnehmen, ab auf den Teller und die Soße hinterher. Und fertig ist. Sensationell. Alles nachzulesen unter diesem QR-Code. Sie sehen die kleine Gewitterwolke unten links. Können Sie abfotografieren, dann sehen Sie das Rezept. Ansonsten folgen Sie deinem Account. Sag nochmal schnell. Brot mit Ei. So. Kommt dann vorbei. Dann machen wir aus 300.000 gleich 600.000. Dann bezahlst du uns mal ein bisschen.
Achso, ich euch? Ja, ja, na klar, natürlich. War das nicht abgesprochen? Ich hätte gerne den ersten Kloß mit Soße. Kann in, ich ganz schlecht im Verhältnis 2:1. Ja, also ein Kloß, zwei Teile Soße. Wir die Klöße und die Soße. Ja. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.